dann sind wir beim nächsten Gameplay. Ich habe den Domme dabei. Moin. Und wir gucken uns heute an Omnitail gegen Death and Taxes. Omnitail ist hierbei nicht ganz richtig. Es ist theoretisch Sneak Show, Show and Tell, Omnitail. Ah, der spielt da so eine weirde Liste, ne? Er spielt eine Wish Sneak Show Liste mit mehr Omnitails drin. Boah, was denn? Genau. Und das sind drei Show and Tells auf der Startseite. Wow! Das gibt man nicht. Nee, das gibt man nicht. Und der fummelt sich da einen an der Matte zurecht. Ja, das ist okay. Ist eine wunderschöne Matte von Tokens von TG.com. Schleichwerbung. Schleichwerbung ding, ding, für Matten und für Tokens. Auf der anderen Seite gegen Taxes ist es tatsächlich sehr vorteilhaft, die Omniscients zu haben. Weil, ja. Show and Tell Emrakul gewinnt ihr halt gegen manche Leute das Spiel, aber halt nicht gegen Taxes. Nicht gegen Karakastek. Nee, absolut nicht. Absolut nicht. Ansonsten, die Wish-Kombos, die er hat, ist der Cunning Wish. Ja, Cunning Wish into... Tatsächlich geht es so, also du hast einen Cunning Wish und suchst damit aus deinem Sideboard einen Instant raus, und zwar wie heißt der denn? Overmind? War doch irgendein Niff-Mizzet-Zauber. Ist ein Niff-Mizzet-Zauber, der auf jeden Fall eine Instant oder Source mit Mana-Kosten 1, 2 und 3 aus dem Deck sucht. Und damit sucht man sich eben den nächsten Wish und einen Kopierzauber oder wie heißen die für 2 Mana? Wo man 4 Karten anguckt und im Deutschen Intuition. Und natürlich irgendwie Ponder Brainstorm oder sowas und geht dann einfach damit in die Combo mit dem Release the Ants. Ja. Es gibt auch noch die Möglichkeit, einen Verdopplungszauber im Mainboard zu spielen für 2 Mana. Narset's Reveal heißt der, glaube ich. Mhm. Und eine 10 Mana Sideboard-Karte, die sagt, 10 Mana schießt 10 Damage und den verdoppelt man dann einfach. Das sind 20, ne? Genau, 10%. Summa summarum. Ja, Release the Ends hast du nur ein Problem, glaube ich, wenn der Gegner... Stimmt, ja, du musst den recasten, stimmt. Genau. Und du hast ein Problem, glaube ich, wenn der Gegner einen Emrakul im Deck hat, ne? Ja, Emrakul oder irgendwie, habe ich auch schon mit Death and Taxes teilweise gehabt, einfach für einen Draco gewischt. Also nicht gewischt, sondern den raustutort, weil der kostet mehr, ne? Der kostet 16 Mana, genau. Und ist ein Artefakt und kann ich damit mit Enlighted Tutor oben auf mein Deck drauflegen. Boah. Das ist einfach eine Kombo, die man gemacht hat früher, wo sehr viel Omnitail mit damit rumgelaufen ist bei uns. Was für ein Schrott, ey. Ein Draco, der macht doch sonst nichts in dem Deck. Nee, gar nicht tatsächlich. Also du hast ganz viel Zeit und eine Weile auf 15. Also. 16. 16. Ja, apropos Weil, das Stati ist hier Weil gegen Fetchland. Weil in Totalia ist ein ziemlich guter Start gegen Show and Tell. Ja. Das macht es doch recht langsam. Der Hand vom Taunted spielt auf jeden Fall einen Wish. Ein Wish. Da war jetzt, glaube ich, auch die Überlegung, ob man da jetzt einen Brainstorm zündet, wenn man den hat. Auf der anderen Seite vom Texas-Spieler ist halt noch Talia, der Spirit of the Labyrinth und ein Swartz, was nicht ganz so geil ist. Der Swartz macht nicht die Menge. Das und, ist ein Port, Skyclave Operation. Ja, genau, ist ein Port. Ja. Das heißt, man hat hier relativ viel. Man kann jetzt den Gegner halt von Mana abschneiden. Skyclave macht in dem Match ab. Aber nicht so viel, nur die Sneak Attack. Ne? Und Petals. Ja, okay, Petals. Oh, ich würde gerne 0-0 Artefakte. Da soll ein Brainstorm kommen. Jetzt kommt natürlich Vernichten. Das ist jedes Mal Vernichten, wenn es funktioniert. Ah, der Spirit of the Labyrinth. Jeder Spieler darf nur eine Karte ziehen. Dann legst du 2 oben drauf. Genau, das bedeutet, der Gegner zieht einfach eine Karte und legt 2 weg, statt 3 zu ziehen und 2 wegzulegen. Wie ich jetzt gestern in X-Mage Brainstorm in Hullbreacher reingemacht. Ja. Das war auch toll. Ja, das tut auch weh. Das muss man aber sogar 2 Karten zurücklegen, weil man gar keine zieht. Ja, und der Gegner kriegt auch noch 3 Mana. Ja, das stimmt. Ja, Spirit of Labyrinth. Sehr, sehr cool. Ja. Das heißt, hier wird eine Karte gezogen. Und dann werden 2 weggelegt. Da ist ein Emrakul und ein Grisselbrand. Das ist schon mal ziemlich gut. Da fehlt halt der Payoff dafür. Mhm. Wenn ich es richtig sehe, ist auch kein Fetchland dabei. Nee. Das heißt, der Brainstorm ist macht jetzt auch Brainstorm-Lock. So genau. Richtig schön eklig. Oder in diesem Fall der Gedankenwirbel. Ja. Da, Steffen, man muss es immer wieder lobend erwähnen, der Einzige ist, der bei uns Deutsch spielt. Ja, das heißt lohnen. Erwähnen, das ist ja, eigentlich... Ja, klar. Hat der die Volcanics auf Deutsch? Ja.
Ne, was ich gerade überlegen war, aber das ist ja nicht so, das ist ja nur bei der City of Brass mit dem Port und der... Der Engine Tomb. Der Engine Tomb. Leider keine zwei Schaden, es ist wirklich nur City of Brass, die halt, wenn sie getappt wird, einen Schaden schießt. Das wäre halt echt ätzend. Mhm. Hast du einfach einen zwei Schadenspinger auf dem Board liegen? Ja. Hui. So, Upkeep, Port, Frage, ob man hier blau portet oder die Tomb. Ich glaube, man nimmt einfach die Tomb, weil es mehr Mana ist. Ich glaube auch. Ich glaube, mehr macht keinen Sinn. Obwohl blau, ja okay, blau kann man halt auch einfach auf der Hand haben, aber noch zwei Mana auf der Hand zu haben ist... Gerade wenn man Talia draußen hat. Ich glaube da auch, dass es wesentlich angenehmer stimmt, ist. Stimmt, ja, man muss ja fürs Show und Tell 4 legen. Ja, hier wird es rendered, weil... Da passiert ja, gar nichts mehr. Es sind auch Swords, Talia und Skyclave, da war jetzt ja, auch nicht mehr so viel gegen. Nur noch 10 Leben, du schwingst für 5, ne? Mhm. Das macht gar nichts mehr. Mhm. Ja, ansonsten vom Sideboard her, es wird jetzt auf jeden Fall besser für Omnitail. Ja, ich wär bei Omnitail sogar schon dabei zu sagen, ich board Blood Moon. Genau, Blood Moon, Abrupt Decays und die Pyroclasm? Abrupt Decays? Abrades. Abrades, ja, ja. Also Abrades mit A. Und, genau, und Pyroclasm, was halt ja, eins ich glaube, Pyroclasm war gerade auch schon auf der Hand. Ja, hier im Money of Texas. Texas nimmt natürlich alle Swords to Plowshares raus, weil die sind halt echt doof in dem Matchup. Ja, gegen Grizzlebrand ist die halt auch nicht so geil. Ja. Und man nimmt halt sowas rein wie Divining Silence. Jeder Spieler darf nur einen Nicht-Kreaturen-Zauber ohne spielen und so weiter. Das stoppt halt auch die Kombi. Das stoppt die Kombo ziemlich gut, genau. Und du kannst sie ins Show and Tell reinlegen. Ja. Was die sehr mächtig macht. Man kann aber auch versuchen, die am Anfang relativ schnell so Turn 1 reinzulegen. Ja. Einfach nur... um halt irgendwie zu gucken, weil wenn der Gegner dann wirklich einfach noch den Emrakul einfach reinlegt, dann ist schon kacke. Oder wenn er halt einfach Show and Tell Omniscience Emrakul macht, dann macht die Silence halt gar nichts gegen. Ja, weil es ist ein Kreaturenzauber. Hier jetzt der Fetch, wahrscheinlich Ponder. Ja. Boah, ziemlich solide. Oder in Betracht ziehen. Hier wird in Betracht gezogen zu shuffeln. Mhm. Und das wird hier dann auch gemacht. Oder der die Kahn-Swatch-Länder spielt. In Deutsch. Mit Punkt und Deutsch. Oh, ja. Verbrennt sie. Und dann alte Basics. Die Basics ja. Sind hübsch. Die sind noch nicht mal whiteboardert, weil es damit so richtig ätzend aussieht. Genau. Ja, was machen wir denn? Es ist, glaube ich, sogar ein Divining Silence auf der Hand. Oder ist das eine Elder Fiola? Das ist ein Divining Silence. Das siehst du an den hellen Köpfen. Ja. Das ist halt jetzt mächtig, wenn das Dioogos kommt durch. Das sieht ist mächtig. Aus, sieht aus wie schreiende Osterinseln. Mhm. So Köppe. Ansonsten sieht die Hand gar nicht mal so geil aus. Talia ist dann Texas. Genau. Talia, Caracas und der Phyrexian Revoker. Mhm. Der kann halt Sneak Attack ansagen. Hat der Texas-Spieler hier vergessen, eine Karte zu ziehen? Weiß. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Der hat Mulligan auf 6 gemacht. Mulligan auf 5 müsste dann gewesen sein. Ja, stimmt. Es kann natürlich ein Mulligan auf 5 gewesen sein, tatsächlich. Da hätten wir besser zugucken müssen und weniger schwallen. Ja, nee. Das funktioniert bei uns nicht. Sagt er und nippt an seinem Kaffee. Ja. Ansonsten, Revoker sind hier immer noch im Death in Texas drin. Ja. Zusätzlich einfach, und das ist so ein Matchup, warum? Weil die Sneak Attack ist halt viel, viel besser, wenn du sie einfach mit Revoker ansagen kannst, als wenn du sie mit Skyclave nehmen musst. Ja, und die Aktivierung dann, wegzunehmen ist halt auch wichtig, weil End of Turn Sneak Attack ist halt ätzend gegen Caracas. Ja. Was haben wir denn da? Engine Tomb Fetch. Auf das rote? Basic? Yes. Ja. Oh, Swat ist nie aus Odyssey. Das kann sein. Das sind auf jeden Fall Goblin-Höhlen, die da drin sind, das weiß ich noch. Ha. Aber es sind sehr schöne. Ja. Jetzt muss ich dich darauf hinweisen, dass natürlich auch dieses Fetch schon einen Punkt hatte. Weil das der siehende Tümpel aus M17 ist. Master 17 oder Master 17? Boah, Steffen, anstatt Geld in Deutsch zu pumpen, hättest du mal Geld in schöne Länder pumpen können. Schon. So. Wie Volker Chris. Oh, das ist richtig sweet. Das ist richtig sweet. Hier sagt man jetzt einfach den Grizzlebrand, dann kann er nicht Karte ziehen. Das Caracas ist auf der Hand. Das Caracas bounce den Grizzlebrand. Oh, das ist richtig nice gerade. Ich wollte gerade sagen, der Revoker wird doch hoffentlich den Grizzlebrand angesagt haben.
plus Stormforge. Ja, okay, jetzt kann man erstmal das Board noch clearen, dann hat man noch mal Zeit. Ne? Ja, genau, also da kann jetzt das Pyroclasm kommen. Bin mir auch nicht sicher, ob das hier einfach eine Overextending war. Ich glaube schon fast. Ja, Problem ist, was willst du? In der Stormforge ist die Stormforge springt eigentlich nur eine Clock schneller. Um einiges, aber... Das ist halt die Frage, muss man die nicht... Oder kann man die nicht rausbohren? Man hat nicht genug, was man reinbauen kann. Allein die 4 Swords to Plowshares sind schon so viele Platz-Slots, die auf einmal da sind. Ja, stimmt, da ist dann immer was. Okay, es gibt noch den Wish auf der Hand. So, jetzt kommt wahrscheinlich erstmal. Ja, Pyroclasm. Ich schieße mir selber 4 ins Gesicht. Und Pyroclasm, jawoll. Einmal alles weggebumst. Das ist ziemlich gut. Also das ist jetzt halt auch, wenn ich die Hand richtig gesehen habe, war da jetzt auch nicht mehr wirklich was auf der Hand. Ja, jetzt ist halt auch Ruhe für die Runde durch die Defining Silence. Weil, ich glaube nicht, dass der auf einmal einen Delver droppen will. Nee. Wäre aber eine coole Sideboard-Tag. Das wäre eine echt witzige Sideboard-Tag. UR-Delver Sideboard. Ja. Ponder, nach dem Port hier kein Wunder, weil ja, man hat ja doch Zeit, das ist ein Show-and-Tell auf jeden Fall. Das ist ein Show-and-Tell und das Land. Es ist halt die Frage, wie rum man das wickelt. Ich würde das Land als zweites legen, das Show and Tell als erstes. Weil das Land willst du diese Runde eh nicht spielen. Nee, ich denke auch nicht, dass du das spielen willst. Aber es sieht auch so aus, als wäre es... Ah, ich glaube, er hat mir zugehört. Ja. Ich denke, das ist positiver. Ja, der, fehlt halt der, noch Port wird, der Port wird wieder auf das Tomb gehen. Hm. Und das Soul Land... Ist das ein... Hat er jetzt einen Schauenteil gezogen oder ist das ein Wish? Oder war da noch eine Intuition bei? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Da kommt der Port. Hier ist natürlich sehr gierig, das Swords rauszuspielen. Weil wenn jetzt wirklich eine Sneak Attack kommt, kann halt jetzt sehr schnell over sein, wenn man hier das Karakas getappt hat. Ja. Also da hätte man das Swords auch einfach auf der Hand behalten können, weil es tut aktuell eh nicht so viel. Ja, sich auszutappen für sowas und dann... Ungünstig tatsächlich. Ich meine, wenn jetzt hier irgendwie Brainstorm Ponder kommt, dann ist man halt safe für die Runde, was natürlich nicht schlecht dann ist. Dann hat man auch im Endeffekt nur Glück gehabt. Ne? Yes. So, da wird noch irgendwas... Aber das hast du mit Texas oft, dass du einfach sagst, okay, wenn du es jetzt hast, dann hast du es halt. Ja klar, du hast ja keinen... In den meisten Fällen hat der Gegner es tatsächlich nicht. Du hast ja keine Interaktion mit dem Gegner. Wenig, ohne Fiole fast gar keine. Ja, stimmt. Und du hast halt kein Blau. Das hat der größte Punkt. Wobei, blau-weiß Texas... Habe ich schon getestet, ist nicht so geil. Auch mit Halbreacher? Auch mit Halbreacher habe ich noch nicht getestet. Aber ich habe Trunam drin getestet. War nicht so okay, da ist er im Endeffekt ein Stormblade. Ja, ein schlechtes Stormblade. Weil du hast zu wenig Blaukarten für Force. Dann spielen wir lieber Halbreacher in Stormblade. Da könnte jetzt Shauntail kommen. Was kommt da jetzt? Eine Braid? Blood Moon. Oh, das ist gut. Das ist gut. Vor allen Dingen, weil man den Dings auf der Hand hat. Und jetzt keine Leben mehr verliert bei Mana-Tappen. Das ist auch wichtig. Da kommt ein Recruiter. Was wird der holen? Der sieht einen Force. Nee. Der Recruiter hätte die Talia holen können, was natürlich jetzt die Mana-Börses endgültig geschreddert hätte, auch von Omnitail-Spieler. Weil das ist ja der Nachteil, den Omnitail hier praktisch einfach produziert. Sie haben ja selber das Problem, dass sie nicht viel machen können. Ja, stimmt. Das wird, wenn der das Mana so tappt, Shauntail ein Sneak Attack. Das kann sein. Sieht man ein Sneak Attack? Das jetzt die Frage, was reingelegt wird vom Texas-Spieler. Nee. Aber da kommt ein Grusel-Daddy. Er ist hier gut. Der ist hier richtig gut, vor allem, weil kein Karakas mehr aktiv ist. Und ich glaube, für Death in Texas ist es nur Flicker-Wisp-Option, jetzt den Moon wegzukriegen. Ne? Skyclave Operation. Skyclave Operation nimmt den Moon weg und bounce dann den Grizzlebrand. Aber das ist jetzt im Normalfall relativ schnell over. Er kann auf jeden Fall noch... Ja, okay, für Skyclave musst du halt durchkommen. Die kann der auch countern. Ja, muss er mit Flickwiss auch. Ja, stimmt. Deshalb, das geht schon. Es sind auf jeden Fall eine Menge mehr Antworten mittlerweile geworden, aber das sieht für mich relativ over aus. Wenn ich es richtig gesehen habe, war da ein Sneak Attack noch. Ein Sneak Attack und das Mana, um den Grizzle Daddy reinzulegen. Den Emmy reinzulegen, ja. Das ist dann ziemlich gut. Das ist dann schon echt vorbei. Ja, da kommt die Sneak Attack. Aktivierung. Und der Emmy. Emmy, zack, boom. Kaschwing.
Oder einfach noch Paddle auf der Hand gehabt und hast nicht gesehen. Ja, 1-1. Also Sideboard braucht es um Nizel anscheinend schon. Braucht es auf jeden Fall. Das macht es auch sehr viel besser tatsächlich in der Matchup. Alleine durch Blood Moon und ein bisschen Board Clear, wo er halt sonst nicht wirklich drankommt, selbst mit seinen Wishes nicht. Ich finde halt die Omnitel-Listen wesentlich schöner als die, die man noch zu O-Code-Zeiten hatte mit Teferi und... Oh. Die hast du immer noch tatsächlich. Ziemlich viel sogar. Gerade UB-Omnitel ist tatsächlich ein Ding. Ja, wegen Discord, ne? Was ist das denn für ein Start? Wasteland Go? Hä? Ohne Fiole, ohne nix? Ja. Aha, Petal Go. Aha, wieso hat man jetzt das Karakas nicht gespielt? Wahrscheinlich nur A, weil nur A noch ein Karakas auf der Hand ist. Und B wahrscheinlich fürs Show and Tell. Um so zu tun, als hätte man nix. Das sind die guten Paddles, die kosten Mana. Oh, Alter, ey, wenn die Paddles einen Mana kosten, dann müssen wir schon im Strahl kotzen. Das ist eine Art von Mana-Batterie. Ja, ist ein richtig schlechter Mana-Stein, ne? Divining Silence. Ja, Divining Silence mit Talia, da freut sich doch der Umgang. Ja, das Spiel. Tut auf jeden Fall weh. Das tut auf jeden Fall weh, wenn man einfach einen Mana mehr bezahlt und eben nichts machen kann. Da ist ein Omniscience auf die Hand gewandert, ein Soulland ist auch auf der Hand. Ist halt die Frage. 1, 2, 3, 4, 5. Omniscience Hardcasten? Nee, schwierig. 2 Mana Brainstorm, ohne dass man das followen kann, nur mit dem Fetch, das ist schon hart. Ja. Ja, okay, man kann halt immer noch mit Instant Speed beim Gegner irgendwas machen, aber das ist halt auch nur Brainstorm. Und Counter. Counter und suchst 3 Karten raus, der Gegner gibt dir eine. Ist das nicht Intuition? Ist das Intuition? Das ist Intuition, ja. Das meinen wir dann gerade eben für 2 Mana. Das wird wahrscheinlich schon lange in den Kommentaren stehen. 2 Mana, Das ist der Spell, den ich hatte. Wo er am in Ende draufsteht. Wo der Errata nicht drauf ist. Nee, wo der Errata draufsteht. Also da ist den Fehler drauf. Ja, da ist der Fehler drauf, der wurde ja Errata. Da steht einfach drauf, Shuffle, dein Shuffle. Man merkt, ja. Das ist gleich später am Abend. Boah, mich wurmt das aber gerade, aber ich habe die Scheiße doch selber gespielt. Meditate ist das auch nicht. Nee, Meditate ist für 3 Mana Zitkarten. Hier jetzt für 3 Mana der Tutor, was nicht schlecht ist. Damit kann man sich halt jetzt den Flickerwisp raussuchen, der sehr angenehm ist. Ja, Flickerwisp mit Tutor ist halt geil. Aber ohne Weil. Ist halt auch nicht so. Macht halt Sahne. Safe gegen Show and Tell was. Aber sonst. Aber nicht gegen gegen Show and Tell into Omniscience auch. Ja, für die Runde ist die Omniscience dann raus. Stimmt. Revoker, okay. Hier hat man eher Angst vor Sneak Attack. Verständlicherweise, Sneak Attack könnte nächste Runde ausmachen. Ab jetzt könnte Sneak Attack jede Runde ausmachen. Also auf jeden Fall ein Emmy auf der Hand. Mana hat man auch genug. Ja. Und dann geht man jetzt in die Sneak Attack für 5. Oder? 4 Mana. 2 Mana, 0 Mana, Fetch. Eine Menge hin und her geswappe. Ja, ich denke, man will ja einfach vorher fetchen. Man will nicht die Petal benutzen, weil Petal sind Ressourcen, die weggehen und Länder ja, bleiben halt. Ja, stimmt auch schon. Was man hier gucken hätte, man hätte hier einfach das zweite Duel nehmen können. Impulse heißt die Karte. Impulse heißt die Karte. Das steht, wie gesagt, bestimmt schon in den Kommentaren. Wenn nicht, steht es jetzt in den Kommentaren. Und es wird so getan, als wüsste man das schon vorher. Genau. Man hätte hier, glaube ich, das Duel nehmen können, aber das erklärt, warum man nicht das Duel genommen hat. Ja, das macht stimmt. Die Länder richtig schlecht, weil... Das macht auch keine Flickerwisp mehr möglich. Nee, man hat einfach nur noch farbloses Mana, das ist ziemlich... Aber das heißt farblos? Stimmt ja nicht. Man hat ja rotes Farben. Mana. Also, man könnte der Reworker kann immer noch gecastet werden. Stimmt, der könnte auch auf die Petals gehen, ne? Der kann auf die Petals gehen, genau, weil der auch Mana-Abilities abschalten kann, nur halt nicht von Ländern. Ja, da geht auch der Finger auf die Petals. Yes. Da ist jetzt halt die Frage, wir wissen ja, dass die Omniscience in der Hand ist. Sneak Attack into Omniscience und dann Emmy reinlegen. Show and Tell into Omniscience. Das ist auf jeden Fall möglich. Dann Emmy reinlegen. Aber hier sieht eher nach Sneak... Oh. Nee, Pyroclasm.
erstmal alles wegräumen. Das tut weh. Aber da ist eine Ebene. Ja, und da wurden vergessen, die zwei Leben auf beiden Seiten abzuziehen. Pyroclasm macht nur einen. Ah, nee, nur den Kreaturen. Stimmt, der Dreimann, aber das für alle. Stormforge, so Jitte wird ins Spiel gelegt, würde ich von ausgehen. Gehe ich auch mal von aus. Bevor hier irgendwas passiert. Einfach für den Powerbeat, den man damit haben kann. Drei. Nee, Better Skull, okay, hier gibt man es. Da kommt der Wish. Cunning Wish wird danach exiled und sucht jetzt was im Sideboard. Nichts. Vermutlich die Intuition, genau. Sucht eine Instant? Oder Instant, was? Nur Instant. Sorcery sucht der rote. Stimmt. Der Burning Wish. Weiß sucht Artefakt oder Verzauberung. Grün, Land oder Kreatur. Und schwarz sucht einfach alles. Du verlierst aber die Hälfte deines Lebens. Das ist halt solide, ne? Der gute Chris Brown. Kriegst einfach mal alles. Ja. Kostet aber auch einen ganzen Arsch voll. Ja. Auf der anderen Seite hat man jetzt hier einfach Sneak Attack und zweimal Rot für Dinge. Ich weiß nicht ganz, warum. Was will man da jetzt? Ich weiß nicht, ob die Sneak Attack überhaupt auf der Hand ist. Nee, das war das Pyroclasm die ganze Zeit, wo ich dachte. Ach, jetzt wird mein End of Turn einfach den Move machen. Intuition, Sneak Attack. Oder Showntell. Ja, Showntell. Gib mir mal eine der Karten auf die Hand. Oder man weiß halt um die. Man weiß um die Flicker Wisp, ne? Ja, deshalb würde ich eher in Richtung der. Sneak Attack. Okay. Ah, da gambelt mal wahrscheinlich. Wohl, das macht ja eigentlich keinen Sinn, auf die Dings zu gambeln, auf die. Auf das Show and Tell. Muss man. Ja, stimmt. Muss man einfach. Du hast so jetzt ganz, ganz wenige Chancen, wenn er jetzt Sneak Attack macht. Man bleibt auf 5 Leben beim Emrakul. Kann er das? Hat er 3 Sneak Attacks müssen drin sein. Ja. Sneak Attack. Das ist halt die Stärke von dieser Karte, einfach, dass man halt einfach dreimal dieselbe Karte nehmen kann. Ja. Sie wäre nicht annähernd so gut oder so viel gespielt, wenn halt. Ich glaube, da wird die mit dem schlechtesten Zustand rausgesucht. Ja, natürlich. Das gehört nicht so. Die Mint kommen mir nicht aufs Board. Richtig. Excellent plus maximal. Eieiei. Nee, gut, aber jetzt halt hier, das kann halt jetzt schon ziemlich in die Hose gehen. Ja, wenn der jetzt halt beide, hat der Grisselbrand und Emrakul auf der Hand, dann ist halt schon. Wenn ich es richtig sehe, habe ist Grisselbrand und Emrakul. Ja, und wurde schon hochgedreht. Ja, wurde schon hochgedreht, ja, weil ja, hier ist Ende. Emrakul, legst du quer, siehst du näher. Ins Gesicht und Beton. Blood Moon, beide Spiele mit Blood Moon gewonnen. Blood Moon richtig, richtig nice. Ich mag das Matchup, ich finde das Matchup sehr interessant und sehr ich cool. Ich board gegen Devin Text auch gern Blood Moon rein. Absolut gut. So, ich hatte jetzt Spaß, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.